Ubisoft hat uns alle überrascht. Wir haben Gameplay zum Star Wars Game von Ubisoft bekommen, ein Release-Datum für Avatar Frontiers of Pandora und gleich zwei neue Trailer zu Assassin's Creed Mirage. Und die hatten es in sich. Die schauen wir uns alle natürlich im Detail an. Also bleibt gern hier mit dabei. Gestern fand die Ubisoft Forward statt und ich muss ehrlicherweise sagen, von all den Showcases, die ich bisher gesehen habe, war der Ubisoft Showcase, die Ubisoft Forward mit der beste Showcase von allen. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge neuer Informationen erhalten zu vielen Assassin's Creed Spielen, auch natürlich zu Skull and Bones und so weiter, aber das, was mich jetzt hier gleich am meisten überrascht hat, war Star Wars tatsächlich. Star Wars Outlaws, so heißt das Spiel von Ubisoft Massive, die das Ganze entwickelt haben oder entwickeln. Und das war für mich die größte Überraschung. Wir haben einen Mix aus Story- und Gameplay-Trailer bekommen. Und das ist ein Third-Person-Open-World-Game. Und ähnlich wie in den meisten Games, wie zum Beispiel God of War oder Star Wars Jedi Survivor, haben wir einen Begleiter, was uns natürlich hilft und den wir auch benötigen. Ich weiß nicht ganz, ob das ein Weibchen oder ein Männchen ist, dieses Tier. Die Lichteffekte in diesem ganzen Trailer waren ultra geil, speziell im Blasterkampf hat man das gesehen und ich fand auch auf der Speederfahrt haben wir sehen können, wie geil diese Open World dann tatsächlich am Ende aussehen kann, vor allen Dingen, weil es ja meiner Meinung nach noch nicht wirklich ein richtiges Open World Game von Star Wars gibt, außer Jedi Survivor, was ja limitierte Open World ist, nenne ich es jetzt einfach mal. Dazu gibt es wirklich schöne Referenzen zu den Klonkriegen, sei es jetzt hier mit dem Killer-Druiden oder der Mon Cala-Rasse, die man vielleicht auch aus Clone Wars kennt. Und natürlich auch das Imperium ist am Start und zeitlich können wir es dadurch auch ziemlich gut einordnen. Ich denke mal, dass das Ganze zwischen Teil 5 und Teil 6, also zur Endzeit vom großen galaktischen Imperium, spielen wird. Was die meisten wohl überrascht hat und mich vor allen Dingen auch, war tatsächlich der Übergang vom Planeten zum Weltraum. Holy Smoke, das war so nahtlos. Natürlich, klar, sind die Wolken wahrscheinlich der Ladescreen, der das Ganze verschleiert. Aber wir sehen das Raumschiff, wie es sich nahtlos von der Oberfläche des Planeten in den Weltraum bewegt. Und es gibt halt anscheinend wirklich keinen Ladescreen, was sehr, sehr stark ist. Dazu sieht der Raumkampf auch noch stark aus. Generell alle visuellen Aspekte dieses Trailers waren natürlich sicherlich poliert in irgendeiner Art und Weise. Aber trotzdem sah es wirklich sehr, sehr stark aus. Ein Release-Datum haben wir dazu auch bekommen, zumindest einen Release-Zeitraum. Ja, der Release wurde für 2024 angegeben. Ist ein großer Zeitraum natürlich. Ich denke mal, wir werden das entweder Anfang 2024 sehen, also in diesem Fiskaljahr noch, oder dann im Herbst 2024, aber im Sommer auf gar keinen Fall. Doch was ist eure Meinung dazu? Wie fandet ihr diesen Trailer? So viel von der Geschichte haben wir ja noch nicht mitbekommen. Wir spielen auf jeden Fall einen Outlaw, eine weibliche Protagonistin spielen wir. Aber was ist eure Meinung dazu? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ja, die nächste kleinere Überraschung in Anführungsstrichen war Prince of Persia. Neues Prince of Persia Game wurde veröffentlicht, ein 2,5D-Game, also ähnlich wie Assassin's Creed Chronicles China zum Beispiel. Und ich erwähne es jetzt einfach mal hier, weil der Ursprung von dem Assassin's Creed-Universum eben Prince of Persia ist. Aber so sehr interessiert mich das auch leider nicht. Deswegen, lasse ich das jetzt mal außen vor. Ich möchte jetzt nicht so sehr darüber sprechen, sondern viel lieber über das, was wir eigentlich alle erwartet haben, nämlich Assassin's Creed Mirage. Wir haben wirklich einen fantastischen Story-Trailer bekommen, einen richtigen Gameplay-Trailer und dort bekommen wir ein wenig wirklich den Ton der Geschichte zu spüren. Wir sehen Basim, der als, und nicht Balk, ich verspreche mich nicht wieder, wir sehen Basim, der als junger Mann Zuflucht im Assassinenorden sucht und er wird von alten inneren Dämonen verfolgt, das haben wir auch schon im Announcement-Trailer gesehen und dabei im weiteren Verlauf seiner Assassinenlaufbahn mit den Werten des Assassinenordens zu kämpfen hat. Also er hat zum einen seinen eigenen Kampf innerlich mit sich selbst und den Kampf mit seiner äußeren Umgebung. Und dieser Story-Trailer macht wirklich Bock, denn es ist genau der Konflikt, den wir alle haben. Wir kämpfen gegen unsere inneren Schwächen, wollen herausfinden, wer wir sind und was uns ausmacht und versuchen dabei, in unserem Umfeld dennoch das Leben zu führen, wonach wir streben. Und das finde ich einfach stark und hat mich persönlich während der Präsentation sehr berührt, weil ich in genau so einer Situation gerade stecke. Und wenn ihr das genauso seht, also wenn ihr nicht in so einer Situation steckt, aber wenn ihr das genauso seht, dass ihr den Story-Trailer cool fandet, dann lasst doch jetzt einen Daumen nach oben da auf diesem Video. Ich bedanke mich. Und dann kam natürlich der Gameplay-Trailer, der alles wirklich komplett rasiert hat, meiner Meinung nach. Die visuellen Aspekte sehen wunderschön aus. Ich habe gleich so ein Assassin's Creed-Feeling gehabt. Doch lasst uns mal reingucken. Ich werde detailliert auf die ganzen Gameplay-Trailer von der Ubisoft Forward sowieso auf meinem Kanal eingehen und Breakdowns kreieren für euch. Also lohnt sich das definitiv hier weiterzuschauen. Aber wir sehen natürlich gleich zu Beginn zum allerersten Mal das HUD mit dem Fahndungssystem.
was ja auch schon in der Vergangenheit geleakt wurde. Allerdings ist es vom optischen her clean gehalten. Ich finde es an sich ganz nett. Und wir sehen natürlich auch gleich zu Beginn einen deutlich flüssigeren Parcours und natürlich auch ein Assassinenbüro. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, das war irgendwie nice, diese Konversation zu hören, den Teppich zu sehen oben auf dem Dach. Ich will nämlich auch so einen Teppich. Und es gibt uns so ein bisschen so einen Einblick in die Werkzeuge, die wir als Basim nutzen können und im Assassinenbüro kaufen und auch sogar erweitern können. Und ähnlich wie in dem Irland-DLC von Assassin's Creed Valhalla haben wir die Möglichkeit, eine Art täglichen Auftrag im Assassinenbüro anzunehmen. Das sind dann verschiedene Aufträge von Rettungsmissionen, Assassinenmissionen, Missionen, wo wir Sachen stehlen müssen. Und Ubisoft gibt uns dann im Anschluss einen Einblick, wie das Stealth-System in Zusammenarbeit mit den Werkzeugen funktioniert und wie wir letztendlich unser Ziel ausschalten können und fliehen können. Also da haben wir wirklich eine Menge Informationen bekommen. Ich sage euch ja, Freunde, ihr müsst ja einfach auf diesem Kanal bleiben, weil ich mache euch die Breakdowns. Und das wirklich hat irgendwie richtig alte Assassin's Creed Vibes mitgebracht und ich bin wirklich auf dieses Spiel gespannt. Und jetzt, also spätestens wenn ich es mal angezockt habe auf der Gamescom, dann werde ich wahrscheinlich gehypt sein, also 100% gehypt sein. Und wenn ihr nicht warten könnt, ja, dann seid ihr in meiner Situation. Ihr müsst warten, denn das kommt erst am 12. Oktober raus, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Aber auf der Gamescom, wo ich auch übrigens sein werde, da wird es sicherlich eine Möglichkeit geben, Gameplay anzutesten. Das wird wirklich, glaube ich, das Highlight auf der Gamescom sein. Dass wir etwas zu Assassin's Creed Jade sehen werden, das war uns auch schon bekannt. Wir haben hier einen CGI-Trailer mit Gameplay-Ausschnitten bekommen. Ein CGI-Trailer, der so ein bisschen pathetisch diesen Weg erklärt, den wir als Spieler dann haben wahrscheinlich, dass wir unser eigenes Fundament aufbauen, dass wir unsere Vorfahren ehren werden, bla bla bla. Alles nice auf jeden Fall. Der sah wirklich gut aus und hat auch Bock gemacht auf das Spiel und auf das Szenario. Dann gleich zu Beginn sehen wir auf jeden Fall was Historisches, nämlich die Terrakotta-Statuen. Wir sehen einen Protagonisten, wahrscheinlich den wir spielen werden. Und danach wird sofort die Open World gezeigt. Und die sah für ein Mobile-Game, Freunde, fantastisch aus. Natürlich ist es auch ein Polish. Wie gesagt, die Trailer sind immer polished, das darf man nicht vergessen. Wir sehen aber weite Täler, wir sehen Kirschblütenlandschaften, wir sehen Steppen und auch größere Städte sind in diesem Trailer zu sehen. Wir haben natürlich Parcours-Gameplay, was ich interessant finde. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen wollen mit dem Mobile-Prinzip. Und natürlich auch Kampf-Gameplay, aber das sieht halt so halt klassisch aus wie das Kampf-Gameplay von Mobile-Games, das man so kennt. Performance-technisch ist, glaube ich, das wirklich so das Krasseste, denn für, wie gesagt, ein Mobile-Game sah das schon sehr, sehr gut aus, sehr, sehr stark aus, also Richtung Odyssey so ein bisschen, finde ich sogar. Und ihr könnt euch jetzt für die Closed Beta registrieren. Die Website habe ich euch mal in die Beschreibung gepackt. Viel Spaß dabei. Release ist derzeit noch unbekannt. Wenn jetzt die Beta startet, kann ich mir vorstellen, dass wir auch Ende des Jahres etwas von Codename Jade sehen werden. Ich bin euch ehrlich, die Concept Arts sehen auch noch viel stärker aus als der eigentliche Trailer. Das Szenario gefällt mir sehr und ich würde es definitiv mal antesten und euch meine Meinung natürlich dazu mitgeben. Gerade für ein Mobile Game, wie gesagt, finde ich es stark, aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob das so gut sein wird, weil es eben ein Mobile-Game sein wird, welches komplett for free ist. Da ist die Gefahr groß, dass das Spielkonzept so angepasst wird, dass Mikrotransaktionen mehr im Fokus sind als die Story. Also ähnlich wie es zum Beispiel auch meiner Meinung nach in Valhalla der Fall war. Aber ja, mal gucken, wie das wird. Es hört nicht auf mit Assassin's Creed, denn wir haben natürlich noch das VR-Game Assassin's Creed Nexus. Dort haben wir leider kein richtiges Gameplay gesehen, aber vorgerenderte Szenen, die mehr oder weniger uns schon so ein gutes Gefühl geben, wie das Ganze dann aussehen könnte. Und wir haben dort Szenen mit Connor, mit Cassandra und Ezio gesehen. Wir werden also die Möglichkeit haben, diese drei Charaktere spielen zu können. Alleine die Vorstellung, selber die versteckte Klinge anzuwenden, ist schon einfach stark. Ist schon einfach cool, muss ich sagen. Und der Release ist auch bald, Freunde. Denn Holiday wird zumindest auf der Webseite angegeben. Dieses Jahr im Herbst wird das Ganze veröffentlicht. Das einzige Manko, und das ist wirklich für mich, ich verstehe das rein aus der Produktionssicht. Ubisoft hat natürlich jetzt nicht ein großes VR-Team mit Mitarbeitern und das kostet ja auch dann irgendwie auch noch mehr Geld, die ganzen Leute anzuwerben. Theoretisch müsste man vielleicht dafür eine eigene Abteilung aufbauen oder eine Abteilung vergrößern. Und dann kommt irgendwie Meta um die Ecke und sagt, hey, wir bezahlen euch, keine Ahnung, die Hälfte der Produktionskosten. Bitte macht mal ein Spiel, aber es ist exklusiv für MetaQuest. So. Genau, weil das ist der Punkt. Ihr müsst euch eine MetaQuest-Brille kaufen, um dieses Spiel spielen zu können. Ihr könnt es nicht mit der PlayStation VR-Brille machen oder mit anderen VR-Brillen, sondern nur mit der MetaQuest. Das ist halt nicht so nice.
motiviert mich jetzt nicht so. Und da ich in diesem Jahr schon meinen ganzen Urlaub aufgebraucht habe, hat sich Ubisoft gedacht, komm, wir hauen dieses Jahr noch ein Game raus. Nämlich Avatar Frontiers of Pandora wird dieses Jahr tatsächlich erscheinen. Und zwar am 7.12. Holy shit. 3 Jahre nachdem es angekündigt wurde, haben wir auch endlich Videomaterial bekommen. Sogar Gameplay-Ausschnitte, die schon gewaltig aussahen, außer zu Beginn. Die sahen ein bisschen matschig aus, aber dann zum Ende hin sahen die ziemlich gut aus. Und Ubisoft gibt uns da wirklich einen Einblick in das Setting und wo wir anfangen. Dabei spielen wir einen oder eine Navi, die von der RDR, also das ist ja diese menschliche Fraktion, die die Ressourcen von Pandora möchte, die halt von der RDR als junges Wesen entführt wurde und in den Techniken der Menschen ausgebildet wurde und sich letztendlich gegen die menschlichen Entführer wehrt. Und so startet grob die Geschichte. Es soll eine eigene Geschichte im Avatar-Universum sein und erinnert mich einfach stark an Far Cry. Eben bloß im Avatar-Stil. Es ist ein First-Person-Game, aber es scheint auch, dass es einige Third-Person-Momente gibt. Und das Geile ist halt wirklich, wir müssen uns nicht mehr lange gedulden, weil es ist im Dezember soweit. Ich bin wirklich gespannt, es sieht fantastisch aus. Ich habe den ersten Avatar-Film nur gesehen, habe jetzt nicht so einen großen Bezug dazu, aber ich glaube, die Far Cry-Mechanik kann in diesem Avatar-Universum extrem gut funktionieren. Ich habe auch gehört, dass es Mikrotransaktionen geben wird. Ich meine, das ist, glaube ich, klar in so einem Game, dass es Cosmetics geben wird. Aber ich hoffe, sie verhauen es einfach nicht und hauen da eine wirklich gute Story rein. Massive hat mich nie enttäuscht eigentlich in der Vergangenheit. Division, das war ein solides Game. Davor war es auch ein gutes Studio. Die haben da andere Spiele produziert, die ich feiere. Aber ich bin sehr neugierig, wie gut sie diese Geschichte einbauen und wie es sich dann anfühlt oder anfühlen wird, über die Weiten von Pandora zu fliegen. Doch was war euer Highlight? Zu welchem Spiel muss ich unbedingt Videos machen? Lasst es mich gerne mal wissen und bis dahin, meine Freunde, genießt doch einfach mal die Playlist mit meinen Assassin's Creed Mirage Videos, denn der Release ist ja noch eine Weile hin, also ihr habt viel Zeit, die Videos zu schauen. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Video, bis zu den Breakdowns. Wir sehen uns, tschüss!